Die bedecktsamigen Pflanzen oder Angiospermen haben diesen Namen bekommen, weil die Frucht den Samen umgibt oder bedeckt. Der Samen besteht aus dem Embryo oder Keimling, dem Endosperm, das Energie und Bausteine für die Keimung liefert, und einer schützenden Samenschale. Die Frucht wird botanisch als Perikarp bezeichnet. Möchte man die Vielfalt der Früchte verstehen, untersucht man am besten ihren Aufbau. Das Perikarp unterteilt sich in drei Schichten. Innen liegt das Endokarp, in der Mitte befindet sich das Mesokarp und ganz außen liegt das Exokarp. Auch die Vorsilben nehmen darauf Bezug. Endo bedeutet innen drin oder im Innern, Meso heißt so viel wie in der Mitte oder dazwischen und Exo meint außen oder an der Oberfläche. Über den Aufbau dieser drei Schichten lassen sich drei verschiedene Fruchttypen unterscheiden. Typische Beerenfrüchte sind Tomaten, Gurken, Zucchini, Peperoni oder Melonen. Die sind natürlich nicht alle süß. In der Botanik ist nicht der Zuckergehalt entscheidend, ob es sich um eine Frucht handelt, sondern woraus sie entstanden ist. Es ist eine Frucht, wenn sie aus einer Blüte hervorgegangen ist. Das ist das einzige Kriterium und es genügt. Manche Pflanzen reichen dann noch Zucker in den Früchten an, damit Tiere sie fressen und den Samen verbreiten. Doch das ist nur ein Trick. Zurück zur Gurke. Die dünne, dunkelgrüne Haut der Gurke ist das Exokarp. Das Mesokarp ist die mächtige, blassgrüne, fleischig-wässrige Schicht und etwa 1-2 cm dick. Und das Endokarp ist eine dünne Schicht um den Samen herum. Die eigentlichen Samen sind die Kernchen in der Mitte. Wir essen die Gurken meist im unreifen Zustand, weil dann die uns störenden Samen noch nicht fertig entwickelt sind. Natürlich gibt es auch süße Beerenfrüchte. Die Melone wäre so ein Beispiel. Das Exokarp ist die relativ derbe Schale, die trotzdem gerade noch als saftig durchgehen kann. Für uns als Nahrung interessant ist das süße Mesokarp, das viele Zentimeter dick ist. Das Endokarp liegt als dünne Schicht im Bereich der Samen und wird bei der Zubereitung meist entfernt. Bei der Steinfrucht sind Exo- und Mesokarp saftig, das Endokarp hingegen ist verholzt. Nehmen wir als Beispiel den Pfirsich. Das Exokarp ist die dünne Haut. Wir schätzen das süße, saftige Mesokarp, das vielleicht 2-3 cm dick ist. Das Endokarp ist eine dicke, verholzte Schicht und nicht essbar. Wir bezeichnen die Struktur als Stein. Im Innern des Steins befindet sich der Samen. Der sieht aus wie eine Mandel. Hier schützt das harte Endokarp den Samen. Seine Samenschale ist reduziert auf eine dünne, zarte, braune Haut. Die Kokosnuss ist botanisch gesehen keine Nussfrucht, sondern wie der Pfirsich eine Steinfrucht. Das Exokarp ist eine dünne, ledrige Schicht und bildet die Oberfläche. Das Mesokarp ist faserig und viele Zentimeter dick. Obwohl wir das Exo- und Mesokarp nicht essen können, sind die Gewebe genügend weich, um sie als saftig bezeichnen zu können. Sie sind zumindest nicht verholzt. Hier müssen wir etwas großzügig sein und dürfen nicht unseren Speiseplan als Kriterium verwenden. Das Endokarp hingegen ist verholzt und bildet die bekannte dunkelbraune, harte Kokosschale. Das ist der Stein der Steinfrucht. Alle drei Schichten zusammen bilden die Frucht. Was in dieser Abbildung jedoch fehlt, ist der Samen. Das feste weiße Fleisch der Kokosnuss und das Kokoswasser im Innern sind das Endosperm. Als Ausnahme besitzt die Kokosnuss nicht nur ein festes, sondern auch ein flüssiges Endosperm. Die Samenschale ist die dünne, feine, dunkelbraune Schicht, die wie eine Haut untrennbar mit dem festen weißen Endosperm verbunden ist. Der eigentliche Keimling ist winzig klein, im festen weißen Endosperm eingebettet und nur schwer zu finden. Bei den Nussfrüchten sind schließlich alle drei Schichten des Perikarps verholzt. Ihr Aufbau lässt sich gut am Beispiel der Haselnuss nachvollziehen. Die schützende harte Schale der Haselnuss ist die verholzte Frucht.
Das ist das, was das Eichhörnchen mit seinen Zähnen knacken muss. Die Frucht besteht aus Exo-, Meso- und Endokarp, die miteinander verwachsen sind. Für das Eichhörnchen essbar ist der Samen im Innern. Seine dünne, braune Haut ist die zurückgebildete Samenschale. Die wichtigsten Stoffklassen in Früchten und Samen sind Kohlenhydrate wie Saccharose und Stärke, Speicherlipide in Form von Fetten und Ölen sowie Proteine. Pflanzen verwenden hauptsächlich Stärke als Reservestoffe. Sie ist osmotisch nicht aktiv, bindet aber unter physiologischen Bedingungen etwa die dreifache Menge an Wasser. 1 Kilogramm Stärke ergeben zusammen mit dem gebundenen Wasser 4 Kilogramm Gewicht. Weil Pflanzen fix an einem Standort leben, ist das zusätzliche Gewicht kein Nachteil. Tiere hingegen verwenden primär Fett als Reservestoff. Es hat eine rund dreimal höhere Energiedichte als Kohlenhydrate und Proteine und bindet kein Wasser. Fett ist damit ein hochkompakter Energiespeicher. Für die mobilen Tiere ist das ein Vorteil. Gewicht kostet Energie, wenn man permanent unterwegs ist und die Reserven mit sich herumtragen muss. Proteine hingegen eignen sich weniger als Energiespeicher. Im Samen drin sind sie aber eine gute Möglichkeit, um Stickstoff zu speichern. Die drei Gruppen von Reservestoffen kommen unterschiedlich häufig in Früchten und Samen vor. Kohlenhydrate dominieren bei Früchten und Samen und sie sind auch sonst der Standardreservestoff bei Pflanzen. Fette und Öle in der Frucht sind relativ selten. Die Frucht dient ausschließlich der Verbreitung. Der Keimling kann die Nährstoffe der Frucht aber nicht verwenden. Deshalb investieren die meisten Pflanzen keine Lipide mit ihrer sehr hohen Energiedichte in die Frucht. Beispiele für fett- und ölhaltige Früchte wären Oliven oder Avocado. Anders sieht es bei den Samen aus. Weil Samen für die Verbreitung mobil sein müssen, sollte ihr Gewicht möglichst gering sein. Hier sind Lipide relativ häufig. Dank ihrer hohen Energiedichte speichern sie viel Energie in wenig Masse. Proteine sind reich an Stickstoff. Der Stickstoff ist für Pflanzen aber ein limitierender Nährstoff und damit sehr wertvoll. Deshalb investieren sie die kostbaren Proteine nur in die Samen, wo der Stickstoff dem Keimling später zur Verfügung steht. In der Frucht würde der Keimling nicht davon profitieren können.